Hallo, willkommen bei mir im Kanal Chemie zockt, Last Day on Earth, Episode 18. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr an den Chopper-Tank, die Chopper-Gabel, C4-Sprengstoff, schallgedämpfte Waffen oder was auch immer ihr aus dem Bunker haben wollt, rankommt. Dazu muss man allerdings sagen, braucht man ein zweites Gerät. Ähnlich wie schon in Episode 16, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr einen kleinen Bug nutzen könnt, um immer zu wissen, was der Händler haben will. Ähnlich funktioniert es hier auch. Wir werden also mit zwei Endgeräten spielen, um unseren bei Google Play oder beim Game Center gespeicherten Spielstand ständig zurückzusetzen. Weitere Voraussetzung ist, dass der Bunker geschlossen ist, also dass ihr dann keinen Countdown mehr drauf habt, bis es zurückgesetzt wird, sondern dass der Bunker wirklich zurückgesetzt ist, weil es wohl so ist, dass die Beute, die in den Kisten ist, die ihr einlöst für die Coupons, bereits dann feststeht, wenn ihr den Bunker öffnet. Also es ist egal, in welcher Reihenfolge ihr die Kisten öffnet, ob ihr wartet, bis irgendwas der Mond günstig steht oder es Flut ist. Der Loot, der in den Kisten ist, wird bereits erzeugt, wenn der Code ins Terminal eingegeben wird. Um das Ganze jetzt zu zeigen, habe ich erstmal das ganze Spiel hier auf dem Tablet gestartet. Werde jetzt erst einmal mir meine Coupons holen gehen. Die habe ich nämlich immer hier in den Spinden gebunkert. Nein, im anderen. Also ich habe das Ganze vor 2 Tagen schon mal gemacht, hatte dabei aber leider vergessen, auf Record zu drücken, wie an meiner Aufnahme-App, weshalb das Ganze dann für die Katz war. So, ich laufe jetzt mit den Coupons einmal raus, weil in dem Moment jetzt wieder der Spielstand bei Google Play synchronisiert wird. Jetzt beende ich das Spiel, ganz normal über Verlassen, starte das Spiel auf meinem Handy. Hat halt den Sinn, mit dem Handy möchte ich dann den Spielstand immer wieder zurücksetzen. Gut, ich blende das natürlich wieder unten rechts hier ein. Entschuldige mich für die große Werbung, die oben rechts steht, von KineMaster. Ich habe leider bisher keine andere App gefunden, womit ich ein Picture-in-Picture bearbeiten kann, also euch ein Video im Video zeigen kann. Wenn da vielleicht jemand was ist, kennt, eine andere Software, die allerdings auf meinem Tablet laufen sollte, also auf Android. Das Ganze gibt es natürlich auch für PC, aber die Mühe will ich mir eigentlich nicht machen. So, jetzt sind wir hier am Handy. Schauen wir in die Tasche, wir sehen, wir haben die Coupons in der Tasche. Zur Sicherheit laufe ich immer noch einmal in den Bunker rein, um da jetzt auch nochmal Spielstand abzugleichen. Und wenn das hier fertig geladen hat, starte ich das Spiel dann auf dem Tablet. Wer natürlich jetzt iOS-User ist, also Apple-Geräte hat, funktioniert genauso, ob ihr jetzt zwei iPads, zwei iPhones, ein iPad, ein iPhone habt, das ist ganz egal. Android hat den Vorteil, wer da kein zweites Endgerät hat, also kein zweites Tablet, kein zweites Handy, der kann das Ganze auch über Software auf dem PC emulieren. Da gibt es Android-Emulatoren, BlueStack oder Nox. So, was wir jetzt sehen, wie ähnlich in dem Händler-Video, jetzt haben wir am Handy die Meldung, dass unsere Verbindung unterbrochen ist. Und haben die Möglichkeit, da neu zu starten. Machen wir aber erstmal nicht, sondern wir gehen jetzt hier auf dem Tablet her. Betreten den Bunker wieder. Bunkercode habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Ja, auch hier wieder. Coupons haben wir alle in der Tasche. Jetzt 98754. Bestätigen, Tür geht auf. Das Ganze, was ich hier alles zeige, das ist nichts Neues. Es gibt den YouTuber Kunha Bruno, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ist auch sehr aktiv, auch in der Facebook-Community,
Und das Ganze ist auch nochmal nachzulesen auf touchportal.de. Die haben das also schon vor einiger Zeit, da war die Spielversion noch 1.6.12, da hat das auch schon funktioniert. Ich reproduziere das jetzt hier im Prinzip nur einmal anschaulich und ausführlich, um jedem zu zeigen, wie das funktioniert. Also nicht so, dass ich jetzt hier irgendeinen Bug entdeckt habe oder was. Es ist im Prinzip ein Bug, es ist ein Glitch, ein Exploit, wie man es auch nennen will. Es ist vom Hersteller eigentlich nicht so vorgesehen, dass man die Spielmechanik so ausnutzt. Ja, jetzt kann ich hier an meinen Terminals die ganzen Tickets einlösen. Wie gesagt, der Loot, der in den Boxen ist, der ist schon beim Eingeben des Codes oben erzeugt worden. Jetzt können wir hier in die Kisten gucken. Was haben wir? Oh, eine schöne AK wäre dabei. Shopperrad. Oh, bitte, im ATV-Rad da können wir nicht viel anfangen. Hier ist noch ein Rad drin. Eine Pumpgun, die ist ganz nice. Und hier, der Loot ist eigentlich total egal. Der Vollständigkeit halber habe ich die grüne Kiste auch noch aufgemacht, weil in der gelben Kiste kann ja auch der Lenker drin sein. Wer also noch den Lenker braucht. So, jetzt ist natürlich nicht drin, was wir haben wollen. Jetzt gehe ich einfach her und kille meinen Task. Also das Spiel beenden im Prinzip. Aber nicht über die Verlassen-Funktion. Und sage am Handy, neu starten. Jetzt startet es am Handy neu, allerdings nicht mit dem gespeicherten Spielstand 4 vom Tablet, sondern er stellt jetzt den Spielstand von vor der Unterbrechung wieder her. Wenn wir jetzt hier im Inventar schauen, Coupons wieder alle drin. Gehe ich hier vorsichtshalber immer mal wieder, ich weiß nicht, ob es wirklich notwendig ist, ich mache es jedenfalls immer, einmal auf Betreten, sobald wir drin sind. Das Spiel wieder am Tablet starten. Jetzt kriegen wir gleich am Handy wieder die Meldung, dass die Verbindung unterbrochen ist. Da ist es schon. Wir sind wieder auf dem Tablet, schauen in die Tasche und ole ole, alle Coupons wieder da. Wir betreten den Bunker, wir geben den Code ein, wir gehen runter, hauen die Zombies um, gucken in die Kisten. Wenn das drin ist, was wir haben wollen, beenden wir das Spiel auf dem Handy, also dann nicht auf Neustarten klicken. Ansonsten beenden wir das Spiel auf dem Tablet, klicken am Handy auf Neuladen und so weiter und so weiter und so weiter, bis wir das in den Kisten haben, was wir dann haben wollen. Wer jetzt den Chopper schon fertig hat und zum Beispiel für die Raider-Quest C4 braucht, der kann das ja machen. Wer für einen Hard-Mode oder fürs Raiden gern schallgedämpfte Waffen hätte, kann das hier machen. Wer einfach nur gucken will, was drin ist und dann entscheiden will, ob er es nimmt, kann das so machen. Wie auch immer, was auch immer. Wie gesagt, man kann auf diese Art und Weise auch Lenker und Tank zum Beispiel gleichzeitig kriegen. Da muss man natürlich extrem viel Glück haben, dass in der gelben Kiste der Lenker und in der roten Kiste dann auch noch der Tank drin ist. Aber wer es drauf anliegt, kann es natürlich so oft wiederholen, bis dieser seltene Fall eintritt, dass Tank und Lenker gleichzeitig drin sind. Also beim letzten Mal, wo ich es dann nochmal verworfen habe, im dritten Versuch geklappt. Und tada, da haben wir den Tank. Gut, ein Rad ist mit dabei. Motorteile brauche ich natürlich auch noch jede Menge. Und hier zwei Motorteile nehmen wir auch gerne mit. Und hier ist auch noch ein Motorteil dabei. Wunderbar, wunderschön. Das kann, wie bei mir jetzt, im zweiten Versuch klappen. Es kann 20 Versuche brauchen. Es kann 2 Stunden brauchen, je nachdem. Wenn ich jetzt drauf anlege und sage, ich hätte aber jetzt zu dem Tank gerne auch eine SWAT-Rüstung, könnte ich das Ganze jetzt nochmal wiederholen. Ich bin aber jetzt soweit mit dem Loot zufrieden. Deshalb sage ich jetzt auf dem Handy, Task beenden. Oder Spiel halt killen, nicht neu starten, sondern beende hier das Spiel. Und gleichzeitig auch die Aufnahme am Handy, weil das Handy brauchen wir jetzt nicht mehr. So, ja, und schon haben wir den Chopper-Tank. Das heißt, wenn wir jetzt rausrennen,
und wieder reinrennen, haben wir den Loot, so wie er hier drin ist. Und er bleibt da. Das wird also nicht mehr zurückgesetzt, selbst wenn wir das, beziehungsweise ich kann es ja jetzt nochmal zeigen. Laufe ich hier auch nochmal raus. Beenden. Dann starte ich das Spiel auf dem Handy. Und da sollte dann der Bunker offen sein und der Loot in unseren Kisten liegen. Ihr seht schon, Bunker schließt in einen Tag 23 Stunden. Keine Tickets mehr in der Finger. Wenn wir jetzt reinlaufen, ist der Fahrstuhl oben. Ja, mach hin. Ja, Handy ist nicht das schnellste. Ja, Fahrstuhl ist oben. Oh, es lädt, es lädt, es lädt. So, lauf mal gucken. Die Zombies sind tot, die Kisten stehen da. Und hier ist unser Tank. Und unser Rad. Und unsere AK. Ja, dann hoffe ich, dass ihr das reproduzieren könnt. Wie gesagt, ihr braucht zwei Endgeräte, weil halt der Spielstand sonst überschreibt. Es gibt sonst keine weitere Möglichkeit, es zurückzusetzen. Wer eine Anleitung braucht, wie das Ganze auf dem PC funktioniert, sei es jetzt mit BlueStacks oder Nox, das sind so die gängigen Android-Emulatoren, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann mache ich da bei Gelegenheit auch mal ein Video zu, weil es hat ja nicht jeder irgendwie ein Tablet, obwohl mittlerweile haben viele Tablet und ein Handy oder einfach mal von Mutter, Vater, Schwester, Bruder mal ein Handy ausleihen, weil man kann ja auch durchaus mehrere Google-Accounts auf einem Handy laufen lassen, das heißt auf einem geliehenen Handy vielleicht mal euren Google-Account einrichten, das Spiel installieren. Das ist halt auch Grundvoraussetzung, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Das muss natürlich mit Google Play bzw. dem Game Center von iOS verbunden sein, weil wir uns ja den Bug-Exploit, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, zunutze machen wollen, dass wir den Spielstand quasi immer wieder überschreiben oder neu auslesen, überschreiben, bis es uns passt und dann nicht wieder neu überschreiben, sondern dann mit dem Loot hier in den Kisten halt zufrieden sind. Von daher muss halt jeder selber wissen, ob er in Anführungszeichen schummeln mag. Das, im Prinzip ist es Schummeln. Oder ob er sagt, ich laufe jetzt noch 100 Mal in den Bunker. Ich mache das hier eigentlich nur, um zu zeigen, wie man das Ganze beschleunigen kann. Wobei ja jetzt auch aktuell eine Info kursiert, dass K4 es ändern will mit dem Tank. Dass je öfter man ihn nicht bekommen hat, die Chance steigen soll, dass man ihn bekommt. Also für jeden Run, wo man eine Kiste öffnet und es ist kein Tank drin, soll die Wahrscheinlichkeit, den Tank zu kriegen, steigen. Also wird ihn kurz über lang dann hoffentlich jeder von euch bekommen, der eine früher, der andere später. Wie gesagt, später, wenn man den Chopper hat, kann man das auch benutzen, um C4 für die Raider Quest zu kriegen, um schallgedämpfte Waffen fürs Raiden zu kriegen oder halt Pumpguns oder Miniguns für den Blinden, wenn man ihn denn macht. Auf diese Art und Weise, wie gesagt, kann man sich dann den Loot, den man haben will, quasi rauspicken, so wie Rosinen rauspicken. Ich hoffe, dass ich euch mit dem kleinen Video hier ein bisschen Infos geben konnte, dass ihr das gerne annehmt. Wenn nicht, schreibt mir da auch bitte was in die Kommentare, beschimpft mich als Cheater oder als
weiß ich was, lasst mir ein Dislike da, ist mir auch egal. Ich wollte das nur den Leuten gezeigt haben, die halt schon ewig und 3 Tage darauf warten, einen Shopper-Tank zu kriegen. Oder eine Shopper-Gabel oder Motorteile. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ihr für das Säurebad die Pleuelstangen braucht. Was auch immer in diesen Kisten drin ist, was ihr nicht bekommt, aber haben wollt. Auf diese Art und Weise kann man das ein bisschen steuern, sage ich mal, dass das drin ist, was man dann auch haben will. In dem Sinne, lasst mir ein Like da oder nicht, lasst mir ein Abo da oder nicht. Lasst mir vielleicht was in den Kommentaren da, wenn ihr meint, ich soll mehr dieser Art machen, weil ich habe noch ein paar Bugs und Glitches im Petto, die ich zeigen könnte. Ansonsten verbleibe ich hier an der Stelle erstmal mit schönen Grüßen, wünsche euch schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, Mahlzeit, wann immer ihr das Video schaut. Bis dann, bye bye, euer Chemie.